Okay, ich hab ihn nicht erwischt. Scheiße. Irgendwie wird mir gerade schwarz vor Augen. Oder zumindest im Spiel, mein Kollegen hier. Oh, ich glaube, das mache ich nicht an. Ich hab's kaputt gemacht, das Spiel. Nein. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Ach, das ist eine Abschirmung, ne? Da kommt er nicht durch. Okay. Ziehen lassen. Warum zum Teufel sollte ich die Typen eigentlich alle wegschlappen? Was bringt mir denn das genau? Hat jemand auf jeden Fall mit der Glühkerne rumgeballert? Kann man wohl auch oben rum kann? Nee, kann man nicht. Ja, hilft ja nichts, ich muss da durch. Den Code habe ich noch nicht gefunden, das ist der einzige Weg, wo ich lang gehen kann. Ich glaube, das mache ich mal wieder aus. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum ich das unbedingt anmachen sollte. Kontrollpunkt zurücksetzen. Doch, es ist schon der Sicherheitsschrein. Kontrollpunkt zurücksetzen. Ich hab keinen Dunst. Ich hab mich mal wieder verklickt. Hier irgendwo ist der Typ hier. Ich habe da schon was rot markiert. Da unten steht er. Hier kommt ein Großteil der Stationstech. Laborausrüstung, Spezialteile, Prototypen. Wir müssten Ihr Looking Glass Terminal in Dr. Calvinos Werkstatt reparieren können. Wer steht da hinten? Wo genau muss ich hin? Nach unten. Ich bin doch so ein Erforscher, ich möchte doch überall gucken. Ich versuche ihn mal von hinten zu erledigen.
Angst dort. Beast detected. Beyond spawn. Höhenbruch, okay. Ballistiklabor. Scheiße, ich hab zu viel. Recyclerladung. Oh fuck! Da sind die Typen drin. Habe ich noch irgendwie was zum Schnabulieren? Ja, habe ich. Immer die falsche Taste. Ich hoffe mal, dass die Typen da nicht rausfahren. Irgendwie kriege ich die jetzt die ganze Zeit markiert, weiß auch nicht, was da los ist. Die sind da drin eingesperrt. Ich habe keinen Platz mehr. Scheißdreck. Wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn ich das Inventar erweitert hätte. Voll. Ja. Unbekanntes Material. Lilly. Während meines Tests der Recyclerladung ist etwas Eigenartiges passiert. Ich hatte das normale Ausgangsmaterial in die Kammer gelegt und die Ladung gezündet. Was dabei herauskam, war mir etwas vermischt. War etwas vermischt, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Eine lilafarbene, fast organisch wirkende Substanz. Vielleicht war das Ausgangsmaterial mit irgendetwas kontaminiert? Ich weiß nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Also habe ich das unbekannte Material erst einmal in den Tresor gelegt. Okay. Lilly, wie mir mitgeteilt wurde, benötigen Sie einen aktualisierten Fabrikatorplan für die Recyclerladung. Rein zufällig habe ich noch einen Plan in meinem Quartier. Erinnern Sie mich vor der nächsten Schicht daran, dann bringe ich ihn mit Dr. Thorstein. Ja, ich habe leider den Code nicht. Der muss hier irgendwo sein. Entweder ist er bei Thorstein. Den habe ich schon gefunden. Der lag, glaube ich, irgendwo in der Lobby. Die werden doch hundertprozentig ausbrechen. Hallo, ihr Deppen! Haha! Gute Sicherheit. Recyclerladung, nicht genug Platz. Scheiße, ey. Lilly Maus, Beschreibung: Recyclerladung explodiert in Reichweite meines Fußes. Die organische Materie, die einst Teil von mir war, ist nun fein säuberlich zu dieser Kugel komprimiert, die Sie vor sich sehen. Passen Sie gut auf. Was? Aluminium, Kupfer, Kobalt.
Ballistikkammer. Kammer verschlossen. Kammer öffnen. Okay. Kann man mal machen. Die Viecher haben sich in Luft aufgelöst. Granatencontainer? Kann ich das sowieso nicht mitnehmen, den Scheiß? Scheiße, Mann, ey. Ich habe zu wenig Inventarplatz. Nein! Ich brauche mal wieder so einen Recycler. Hier hinten ist ein, oder? Feuerport. Ja, ich habe den Code nicht, keine Ahnung. Da ist ein Plan drin, den ich gerne haben wollen will. Oder hat der Typ den? Kann hier auch nichts machen? Muss ich da drauf schießen? Vielleicht ist es auch gerade irgendwie. Der hat auch nur die Ladung. Das habe ich schon gelesen. Ja. Wichtig, melden Sie sich immer an, wenn Sie den Wartungskriechstollen durch den Zugangstunnel betreten. Unendlich undichtes. Unendliche. Nein! Undichtes Rohr repariert. Unerklärliches Lichtflackern. Konnte Ursprung nicht finden. Stromnetz in Ordnung. Elektronisches Gerät bei Werkstatttür instabil. Provisorisch mit Klebstoff repariert. Hinweis: Im Notfall Wartungskriechstollen mit über den kleinen Zugangstunnel betreten, um Strom lokal abzuschalten. Mich anschließend sofort benachrichtigen.
das reparieren? Oh, scheiße, weg. Okay, ich habe die Energie mal deaktiviert. Oh fuck. War das so gut? Oh, das kann ich öffnen. Eine Wartungsschleuse. Calvino hat wahrscheinlich eine Schlüsselkarte. Sie können ihn, oder was von ihm übrig ist, über die Liste der Sicherheit finden. Okay. Ist ja nicht genug Platz. Ich weiß auch nicht genau, was ich mit dem ganzen Quatsch machen kann, mit den Ersatzteilen und den ganzen anderen Piss. Wo führt mich das hin? Nicht dahin? Ich glaube, ja, sicher. Ob ich dahin will, werde ich, glaube ich, einfach mal so stehen lassen. Ich gucke mal auf die schlaue Uhr. Die schlaue Uhr sagt, hey, aufhören Zeit. Ich glaube, ich werde an der Stelle aufhören. Ich habe schon ein bisschen überzogen. Eigentlich wollte ich nur 4 Stunden machen. Ich habe meine 4 Stunden erreicht. Bis jetzt muss ich sagen, weiß ich noch nicht ganz, was ich von dem Spiel halten soll. Ich habe jede Menge Spaß eigentlich damit, aber irgendwie fehlt mir was. Ist ein cooles Spiel. Viel Mikromanagement bisher mit dem ganzen Anzug achten, Lebenspunkte fressen, ist eigentlich, also wenn man es genau nimmt, ist es genau wie Bioshock. Bioshock Infinite und Bioshock 2 und weiß der Geier was. Dishonored ist ja auch gleich. Also man merkt, die Handschrift von den Entwicklern ist da auf jeden Fall vorzufinden. Arcane Studio, Bethesda hat ja nichts mit Bioshock zu tun. Haha! Richtig erkannt, aber zumindest von Dishonored. Okay, ich verabschiede mich hier. Danke fürs Zusehen. Nächste Woche geht's, glaube ich, weiter. Mal gucken, ob ich unter der Woche irgendwie nochmal Zeit finde, ein bisschen Prey zu spielen, aber ich glaub's fast nicht. Ich hab jetzt nächste Woche eine Menge zu tun, es wird schwierig, da irgendeinen Zeitpunkt zu finden. Ja, danke fürs Zusehen, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntagmorgen und oder einen schönen Sonntag jetzt und einen schönen Start in die neue Woche. Ich verabschiede mich hier und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Tschüss!